wunderschönen guten Tag zusammen zu den Non-Farm Payrolls im Live-Trading mit Mr. Stereo-Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat kurz vor den Zahlen hier begrüßen im Webinar. Ich bin gespannt, was wir für Ausschläge im Chart sehen werden, was der Dirk daraus macht. Und ich drücke natürlich die Daumen, Dirk, ne? So wie immer. Und bevor wir aber anfangen, einmal zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was Herr Dirk gleich in die Zahlen reininterpretieren sollte, Ausschläge handeln sollte oder sowas. Ja, Sie müssen schlussendlich immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. So, das wäre es von meiner Seite, Dirk. Vorab erstmal, dann gebe ich dir hier die Moderatorenrechte. Sage viel Erfolg, viel Spaß und wenn was sein sollte, du weißt ja, ich bin da, ich halte Händchen. Genau, wollte ich gerade fragen. Du hältst Händchen, das finde ich gut. Dann bin ich nicht so, fühle ich mich nicht so allein. Ja. Genau. Gut, dann sage ich an der Stelle auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Und heute sitze ich auch mal gerade im Stuhl, nachdem ich letztens festgestellt habe, ich hänge da immer so rum. Und habe ich gedacht, ich justiere den heute mal ein bisschen, damit das vielleicht ein bisschen anständiger aussieht. So, also freue mich, dass ihr wie immer auch heute wieder zahlreich, so wie ich das sehe, dabei seid. Ein bisschen was passiert hier auch noch, kommen noch einige rein. Es dauert ja auch noch ein paar Minuten, bis es losgeht. Wobei halt natürlich die Vorbereitung, die ich jetzt hier gleich machen werde, natürlich halt umso wichtiger ist, weil ich gehe ja nicht hin und irgendwie drücke da irgendwo auf den Knopf, wenn der Markt sich in irgendeine Richtung bewegt. Kann man machen, kann auch gut gehen, kann aber auch eben komplett daneben gehen. Wie der Florian auch gerade schon gesagt hat, ich sage es auch immer wieder von meiner Seite dazu, es ist wichtig, dass ihr eure eigenen Entscheidungen trefft, auch wenn ich behaupten kann, dass von den, ich weiß nicht, wie viele hunderte Webinare es mittlerweile sind, die hier gemacht wurden, also nicht nur NFPs, sondern auch die Live-Tradings, auch wenn das im Durchschnitt alles funktioniert, heißt aber nicht, dass es eben immer funktioniert, es kann auch mal daneben gehen und ich kann auch mal einen schlechten Tag haben oder sonst irgendwas und deswegen ist es wirklich immer wichtig, da halt genau drauf zu gucken. Trotzdem hoffe ich, dass ich hier mit dem, was ich tue, auch ein bisschen Input geben kann, was jetzt halt eben den Markt selber angeht, wie er sich jetzt halt heute und möglicherweise auch die nächsten Tage entwickeln wird, weil die NFPs sind ja dann doch immer so ein bisschen richtungsweisend für einen längeren Zeitraum, ganz oft, nicht immer, aber in der Regel eigentlich schon. Und vor allen Dingen ist es halt eben auch so, es ist nicht gesagt, dass wir jetzt während den NFPs genau den Ausschlag kriegen, den ich halt haben möchte. Und es kann genauso gut sein, dass es halt dann eben zum Beispiel dann auch noch aufgeht nach zum Beispiel der Markteröffnung, nach der Kassaeröffnung nach 15.30 Uhr und die NFP so nur so ein bisschen vorbereiten. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Aber wenn ich hier einen Trade eröffnen sollte, dann wäre halt natürlich mein Bestreben, auch den Trade hier zuzumachen. Und aber das ist natürlich eben nicht garantiert, dass das halt dann eben auch funktioniert. Deswegen ganz, ganz wichtig. Also, ich gehe da mal von meiner Seite jetzt hier auf das Bild, auf die Betrachtungsweise. Ich weiß nicht, wer hier neu dabei ist. Es wäre vielleicht eigentlich auch mal ganz nett, wenn mal irgendwie so die Neuankömmlinge, die hier vielleicht zum ersten Mal dabei sind, vielleicht einfach mal kurz irgendwie was in den Chat schreiben, und wenn es nur ein X oder ein Hallo ist oder irgendwas, damit ich so ein bisschen Gefühl dafür kriege, wer halt da ist. Weil ich setze halt immer so ein bisschen voraus, dass irgendwie alle, die da sind, auch eigentlich verstehen, warum, weshalb, wieso ich halt zum Beispiel das eine oder andere mache. Und das ist aber eben natürlich nicht immer der Fall. Und ich denke, das Ganze lebt ja auch davon, dass ja auch neuer Zulauf da ist. Und ich sehe auch gerade, da schreiben auch so einige rein, die halt neu sind. Bei einem glaube ich es jetzt nicht, bei dem Martin, aber einige andere dann doch. Also grundsätzlich ist mein Ansatz immer der, ja, also der Inhalt, vielleicht muss ich halt auch mal erklären, der Inhalt der News ist mir eigentlich immer komplett egal, ja, weil egal, ob die jetzt positiv sind oder negativ sind, das hat nichts damit zu tun, wie der Markt jetzt ausschlägt in dem Moment. Es hat dann eher was damit zu tun, wie der Markt sich dann halt nachher entwickelt, ja. Und das heißt, wenn jetzt irgendwie die Zahlen besser sind als erwartet oder schlechter als erwartet, heißt das nicht, dass es dann halt in dem Moment hoch oder runter geht. Das wäre zu einfach, es funktioniert so nicht. Aber es ist eben so, dass bei den News halt die Liquidität dünn wird, ja. Und deswegen haben wir auch die großen Ausschläge. Und das dann halt eben von Marktteilnehmern dann auch genutzt wird, um den Markt halt dann auch zum Beispiel in eine bestimmte Richtung zu schieben, ja. Und das ist meine Annahme, aber das ist halt einfach das, was am meisten Sinn macht. Und ich mache auch diese NFP-Live-Tradings jetzt mittlerweile seit Jahren
Und irgendwie hat sich das auch immer bewahrheitet. Und von daher sollte man da, finde ich, halt irgendwie so das Denken eher so ein bisschen abschalten. Und weil halt eben keiner von den ganzen Teilnehmern hingeht und ruft dann bei der Börse an und sagt, ja, wir kaufen jetzt weil oder wir verkaufen jetzt weil. Ne? Und ich versuche das halt immer so ein bisschen auszuloten im Bild, also rein technisch dann halt nach Price Action, um zu sehen, was ist als nächstes plausibel und was könnte jetzt kommen. Ja? Und wenn der Markt dies oder jenes vorhat, und versuche dann halt einfach so ein bisschen die Tendenzen da halt rauszulesen. Ich habe auch gestern versucht, einen Trade noch aufzusetzen, der dann halt eben bis heute hält. Ich habe den aber zugemacht. Also das war ein Long Entry im Dow bei der 32.710. Das war der letzte Ansatz. Der ist auch tatsächlich, wenn man den gemacht hat, noch am Leben. Ich habe ihn aber zugemacht, weil mir das halt einfach nicht deutlich genug ist und ich so ein bisschen meine Zweifel dran habe, dass das hält. Kann ein Fehler sein, weil der Trade würde jetzt 105 Punkte vorne liegen. Es kann aber auch sein, dass es richtig war. Aber wie gesagt, ich hatte einfach so, mein Eindruck war, dass das passt so nicht, das ist irgendwie zu einfach und als dass es so aufgehen würde. Kann aber natürlich jetzt trotzdem sein, dann darf ich mich danach auch offiziell ärgern, aber ich denke halt eher erstmal nicht und wenn, dann kann man da immer noch mal irgendwo reingehen. Also, ich mache den DAX, mache ich nachher am besten. Und bleib jetzt erstmal kurz beim DAU. Meine gestrige Betrachtung, die hat, ist natürlich da schon mit eingeflossen in das, was dann halt eben kommt hinsichtlich NFPs, war halt die. Der Markt hat sich so deutlich hier nach oben gewehrt. Also diese Kerze hier ist der Pfeil da oben, der hat erstmal nichts zu sagen, den mache ich gleich weg. Das hier ist die Bewegung vom Mittwoch, ja, wo halt einfach der Dienstag, der nach unten ging, einfach mal so mehr oder weniger komplett ausgehebelt wurde. Der DAX hat es sogar deutlicher gemacht, der ist einfach nur nach oben gelaufen, ja, und schließt dann sogar noch über diesen zwei Kerzen, die heruntergehen. So, da die beiden ja immer so eine gewisse Korrelation haben, das heißt in der Regel nicht komplett auseinanderlaufen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass der Markt da einfach nur eins draufsetzen kann, ja. Der DAX hat es eben gemacht gestern, einfach ein Stück weit höher gelaufen, der Dow halt nicht, sondern der Dow ist irgendwie nur auf der Stelle gedümpelt. Und da hatte ich auch gemeint, der darf nicht so stark korrigieren, damit das funktioniert. Oh, hat er auch nicht, aber hat eben auch nur korrigiert und sonst gar nichts gemacht. Ne? Und ich hatte auch so ein bisschen hier, weil das ja meine Daily-Betrachtung von den Linien natürlich dann halt auch nur das nächste Level im Auge, also die 32.681, der hat er gestern drauf aufgesetzt, aber eben oben nichts draus gemacht. Und deswegen ist mein Ansatz jetzt erstmal der, dass ich so ein bisschen, das ist jetzt aber eine reine Vermutung, ja, davon ausgehe, dass er das, was gestern eigentlich gefehlt hat, dann heute macht. So, und das würde bedeuten, wir spulen den gestrigen Tag noch einmal nach unten ab, gehen also einmal hier kurz drunter und laufen dann nach oben. Das kann so kommen. Und wenn ich halt sehe, dass der Markt sich jetzt zum Beispiel zu den NFPs dann da unten hin bewegt, ja, dann würde ich dort tatsächlich eher nach Long suchen und dann versuchen, da oben rauszuschießen, sodass wir einmal hier bis zum Maximum halt kommen. Also wir sind ja halt auch im Daily immer noch korrektiv, was den Short-Trend angeht, ja. Und hier oben sieht man halt, das sind die Highs, die halt das letzte Mal auch nicht überwunden werden konnten, beziehungsweise, ne, wo es hier nach einer Korrektur dann halt oben eben kläglich gescheitert ist und der Markt dann eben auch abgesoffen ist von hier aus, ne, bis auf 29.900 und irgendwas. Und das ist halt, wenn der Markt den Short-Trend knacken will, ist das natürlich die Angriffsstelle. Und deswegen fällt die natürlich auch hier ins Auge zu den NFPs. Und das heißt, es wäre schon denkbar, dass wir heute da oben stranden, beziehungsweise hinlaufen. Die Frage ist dann natürlich, auf welchem Weg. Und wie gesagt, mit dem Long gestern von 700, gerade mal 100 Punkte vorne, das klingt zwar viel, aber ist es halt im Dow, wenn man den so ein bisschen öfter mal handelt, das ist halt nichts 100 Punkte. Ne? Das ist halt irgendwie ein Zucken von 2 Minuten im Zweifelsfall. Und deswegen habe ich da so meine Zweifel dran, dass er einfach darauf rennt. Kommt er aber jetzt, wie gesagt, nochmal da runter und setzt dann nochmal an, dann entweder hier unten long oder irgendwo in der Mitte oder sogar erst oben drüber, weil dann stehen die Chancen gut, dass wir wirklich bis da oben hin dann auch laufen. Das ist natürlich weit, 33.380, das muss ja nicht heute sein, aber die Richtung, die könnte der Markt halt schon mal einschlagen, weil da fehlt halt schon noch ein bisschen was. Weil, vergleicht man das nämlich mal mit dem DAX, ja, der hat ja nichts anderes gemacht, außer hier über das Level, wo er halt ursprünglich dran gescheitert ist, wo es dann halt eben runterging. Da ist er gestern erstmal drüber gelaufen, konnte aber nicht drüber schließen. So, und da ist halt auch so das Gap hier an der Stelle. Damit ging die Abwärtsbewegung dann halt los. Da ist er einmal reingelaufen. Da dürfte er aber auch noch ein bisschen drüber laufen. Und von daher würde das auch zusammenpassen. Aber auf den gehe ich nachher nochmal ein,
wenn wir so ein bisschen Zeit haben, beziehungsweise wenn halt so die erste Bewegung durch ist oder vielleicht halt nichts mehr kommt. Mal sehen. Stell den mal kurz hinten an, weil wir haben jetzt noch irgendwie 5 Minuten, bis die ganze Geschichte losgeht. Und deswegen würde ich erstmal den Blick auf dem DAU halt lassen. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So, also das ist halt hier Daily, ne? Das heißt, das Ganze hat natürlich dann auch entsprechend zeitlich Luft. Machen wir mal den H1 dazu auf, also den Stundenchart. Und da gab es gestern, wie gesagt, zwei Entries. Einer genau der hier an der Kerze hier unten. Da, ne, und da habe ich ja gedacht, sieht so unwirklich aus, es könnte eigentlich funktionieren, ist aber da hier oben gescheitert. Dann habe ich nachher nochmal einen zweiten gemacht. Das war halt mit dieser Kerze bei 710. Die hält bis jetzt tatsächlich noch. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Also ich kann mich täuschen, ja, aber was ich halt einfach wirklich oft gesehen habe, ist genau bei so einem Bild, ja, wir haben halt hier so eine Range, ja. Und wenn jetzt das Volumen dünn wird, es wäre so einfach, da jetzt mal ein kurzes neues Tief dran zu setzen. Ne, weil alle, die dann halt hier auch irgendwo long sind, sind dann halt auch raus. Hier mal ein kurzes Tief dran zu setzen. Das heißt, von der Bewegung, dass wir eventuell sowas kriegen. Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung. Es muss sich halt dann auch zeigen, dass wir halt sowas dann zum Beispiel kriegen. Einmal hier runter, einmal kurz unter die Lows und dann halt eben nach oben komplett raus. Ja. Das wäre so mein Wunschszenario, ne, nur damit man es versteht, was ich halt meine. Und das wäre halt da der gestrige Tag, hat man ja gerade gesehen, auch im Daily in der Betrachtung, ist ja nur ein kleines Innenstäbchen von dem davor. Von daher wäre das halt auch nicht wirklich relevant, ne, wenn hier die Tiefs mal kurz genommen würden und der Markt dann halt wieder umdreht. Aber das muss man halt eben sehen. Aber sollte er irgendwie runterklatschen, kann man den vielleicht sogar auf dem Weg nach unten auch irgendwie dann ein paar Punkte mitnehmen und dann halt sehen, ob das so wird oder halt nicht, ne. Und deswegen kann natürlich auch sein, dass ich hier überhaupt nicht reinkomme und der Markt was völlig anderes macht, was ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe. Damit ist es natürlich schwer für mich, da halt was Passendes zu finden, weil ich denke halt schon, weil das gestern halt eben so eng gewesen ist hier von der Bewegung, was ja fast nichts, was da halt punktemäßig gelaufen ist, dass das halt schon ein bisschen deutlicher heute drüber hinausgehen wird. Ob jetzt zu 14:30 Uhr oder später, das muss man halt einfach sehen. Ne? Deswegen also. Ich würde gerne einen Trade aufmachen, kann es aber halt eben nicht versprechen, dass es gelingt. Wie gesagt, es muss schon irgendwie, ich muss ein Gefühl dafür kriegen, ob das ja, jetzt so aufgeht, wie ich mir das vorstelle oder halt eben nicht. Ne? Weil hier oben sieht man jetzt zum Beispiel ja halt auch, wir haben hier so eine Grenze von heute Morgen. Ich zeichne die hier einfach mal ganz einfach ein. Beziehungsweise Linie ist vielleicht eigentlich so das Falsche. 2 Minuten haben wir noch. Ich habe die Zeit im Auge. Aber wir haben hier so ein bisschen Deckel, ne? Und Widerstand von heute Morgen. Es kann deswegen sein, dass der jetzt auch einfach da mal kurz anklopft und dann halt nach unten eben wegrutscht. So, ich gehe mal dazu ganz kurz. Ich mache das mal kurz. Ich aktualisiere das mal im Live-Chart, dass wir das eben dann auch in dem anderen Bild dann auch gleich drin haben. Gehe mal auf den anderen Schirm. Und da werden wir jetzt uns mal angucken, wie das Ganze sich dann hier halt darstellt. Ne? So, das heißt, hier ist jetzt diese Zone. So, da sieht man es unten auch im H1 aktualisiert. Und sollte der Markt jetzt als Beispiel hier relativ schnell runterklatschen, sollte, ne? Dann könnte man den vielleicht sogar einfach hier unten abfangen und dann halt mit einer Short Order, mit einer Stop Order, wie sie halt hier ist, ne? Unter den Lows einfach rein. Aber bitte, wie gesagt, nicht nachmachen, ja. Bitte nicht. Man sieht auch hier, das Buch wird schon sehr dünn. Ich habe hier das Orderbuch drin, auch wenn wir hier im CFD sind. Und das nennt man Value Mapping, was ich hier mache. Das heißt, ich habe zwar CFD, aber ich habe das Volumen vom Future hier an der Stelle drauf und deswegen sieht man da auch das Orderbuch. So, ist natürlich, sollte man mit einer kleinen Position, wenn man überhaupt sowas macht, dann auch machen und so, dass es nicht wehtut. Und wenn sie sich irgendwie halt bewahrheitet, dann kann man natürlich ja immer noch irgendwie was dazugeben. Ne? So, 8 Sekunden haben wir noch. Und jetzt einfach mal gucken, was dann halt passiert. So, wir sind nach unten durch. So, kann man machen. Ne, das war das. Das meinte ich halt. Direkt die erste Bewegung. Das macht Sinn, wenn sich das nach unten so darstellt. So, die nehmen wir jetzt mal mit.
Das war soweit richtig. 687. Wir sind unter der Range von gestern. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Also bis jetzt passt es wirklich relativ genau. Ja, jetzt darf er nur nicht weiter runter. So, ich gucke mal kurz auf den H1. So, das sind wir jetzt hier unten an diesen Lows. Das heißt, diese Range, da kommen wir jetzt genau hin. Ne? Das ist genau das, was ich meinte. So, da darf er jetzt halt ein bisschen rumstochern, ein bisschen rumstänkern, aber darf nicht unten durchfallen. Wenn das jetzt passiert, würde ich tatsächlich die Richtung umdrehen. Hätte wäre noch ein paar Minuten mehr gegangen. Ne? Die hätte man schon noch irgendwie aushalten können, die Minute. Aber das waren halt eben auch ein paar nette Sekunden jetzt. Warum nicht? Why not? Ne? So, hier kommt es jetzt wirklich drauf an. Er darf keine neuen Tiefs mehr hier machen und muss hier irgendwann relativ sauber zurücklaufen. Ich gehe jetzt aber hier nicht direkt sofort Market rein. Ich will schon ein bisschen was sehen hier. Und würde dann eher versuchen, im Rücklauf, wenn wir den kriegen, dass wir da irgendwo reinkommen. Aber es ist jetzt wirklich akkurat, auch hier am Pivot, das passt, ja. Und wenn es schnell geht, also ich habe ja ein paar Punkte oben gut gemacht. Ich nehme den jetzt einfach mal, ja. Das heißt, ich kann den auch riskieren an der Stelle, auch wenn der jetzt daneben geht. Der Gewinner, den ich da gerade gelandet habe, der war deutlich größer. Ist also erstmal nicht schlimm. Ne? Bisschen Luft kann man auch lassen. Das heißt, ich kann auch hier unten ein bisschen den Stop korrigieren. Aber ich brauche jetzt logischerweise wirklich schnell die Gegenbewegung. Und dann würde ich gerne einmal ganz rauflaufen, bitte. Nicht nachmachen. Ja. So, einer reicht. Kollege, und jetzt darfst du bitte hoch. Wenn hier unten nämlich nichts kommt unter der alten Range. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre natürlich halt hier wirklich die Königsklasse, wenn ich hier beide eingetütet kriegen würde und der Markt genau das macht. Das wäre natürlich schon, ist natürlich sehr Wunschkonzert. Ne? Deswegen, es muss jetzt nicht aufgehen, aber vorhin. Der Winner Trade war größer. Okay, der ist jetzt erstmal raus. Trotzdem, ich gebe den Gedanken jetzt erstmal nicht auf. Ja. Ich bleibe jetzt da mal dran. Ich bleibe da mal dran. Noch ist die Idee nicht vom Tisch. So, wer hat den Short mitgemacht? Hat sich irgendwer getraut? Beziehungsweise hat die kleine gleiche Idee gehabt. Das ist ja eigentlich die Frage, die ich stellen muss. So, ich gucke mal ins Buch, ob man da halt irgendwas erkennen kann. Ich glaube aber nicht. Ne? So, ein bisschen hier runter ist alles noch im Rahmen. Ne? Das heißt, er kann das schon immer noch machen. Die Idee ist für mich nicht vom Tisch. Ja, weil sobald halt hier unten irgendwie die Luft dünn wird, ja, und nichts mehr nachkommt. Und dann ist das der Drops hier unten auch gelutscht. Und dann laufen wir auch hoch. Also ich mache den jetzt hier zum zweiten Mal auch auf die Gefahr, dass der auch nochmal daneben geht. Es stört mich aber erstmal nicht, ja, weil das, was ich davor habe, könnte deutlich weiterlaufen. Könnte, ja. Wäre auch jetzt, wenn man hier, wenn die Gegenbewegung hier jetzt nochmal ein bisschen größer wird, also wir zum Beispiel mal hier ans Vortagestief zum Beispiel mal laufen bis da oben hin, würde ich sogar dann irgendwie nach einem kurzen Rücklauf. Also nach dem Rücklauf nach unten, dann auch die Position vergrößern wollen. Ja. So, aber dann müssen wir erstmal hin, noch sind wir da nicht. Ich bin mal gespannt, wirklich, ob der Markt das so sieht wie ich auch. Beziehungsweise nicht der Markt, sondern eben die anderen Teilnehmer. Ja, können Sie jetzt natürlich auch übertreiben und da unten dann halt rausfallen. Das kann natürlich auch sein hier bis ans Limit darunter, wenn jetzt hier nicht bald was nachkommt. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Man kann das vielleicht auch skalieren, ne, weil ich halt auch nicht davon ausgehe, dass er da in einem Stück da halt wirklich dann komplett irgendwie absäuft. Glaube ich auch irgendwie nicht. Aber man sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein mit dem, wie man das halt da macht. Ne.
Aber die Minutenkerze, die uns da runtergedrückt hat, die ist so lang, also die darf schon irgendwie so ein bisschen Gegenbewegung kriegen, wird sie auch früher oder später, ne? Die Frage ist nur, ob es dann jetzt wirklich schon der Fall ist und ob wir da jetzt halt schon dabei sind oder eben nicht, ne? So, hier könnte man jetzt als Beispiel, wenn er dann nochmal hochgeht, da auch einfach mal versuchen, die Position da halt irgendwie größer zu machen, wenn er es macht, wie gesagt, wenn nicht, und dann ist es halt so, ne? Kann ich es nicht ändern. Aber es ist immer noch, ich hätte die erste halt tatsächlich auch ein bisschen größer machen können. Dann wäre es aber immer noch finanziert, weil der erste einfach groß genug war, ne? Also der Gewinntrade. Aber trotzdem wäre natürlich schon irgendwie das Ziel, hier insgesamt mit dem Plus rauszugehen und nicht etwa irgendwie mit Null oder mit einem Minus. Aber so ist das halt im Trading, ne? So, 490 wäre da unten irgendwie so das Nächste, das wäre mir so ein bisschen tief, ehrlich gesagt, um das jetzt halt auch da halt irgendwie zu skalieren, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, es gibt so ein bisschen Bewegung, sieht man ja gerade, ne, nach oben. Ich bin hier auf der Minute unterwegs. Mal gucken, ob wir jetzt da oben einmal durchkommen oder nicht. Hier oben wäre dann halt, ne, ich muss gucken, ich habe MIT gar nicht an. Das heißt, da oben würde ich keine Reverse machen, sondern einfach nur eine normale Limit. Um das aufzulösen. Aber eigentlich ist das hier. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich habe so ein bisschen meine Bedenken, dass das gut ausgeht. Wenn der jetzt nochmal ein neues Tief macht, nehme ich den weg. Also ich will das nicht darunter mitmachen, weil die Gegenbewegung ist hier ein bisschen zu deutlich, zu stark. Ich lasse das, ne? Also wenn der jetzt hier weggeht, ich lasse den. Also hier neues Tief. Dann wäre ich erstmal raus aus der Nummer hier. Also dann geht die Idee möglicherweise nicht auf, ja, auch wenn es jetzt erstmal gut ausgesehen hat hier im Ansatz. Das heißt nicht, dass es funktioniert, ja. Es ist ja nur eine Vermutung, dass der Markt so macht. Er muss es mir aber auch zeigen, dass er es macht. Und bis jetzt ist irgendwie, scheint zwar so irgendwie die Idee zu geben, aber so richtig umgesetzt wird sie halt noch nicht. Ne? Und da muss man halt eben warten und muss dann gucken, dass man nachher, wenn das dann beim nächsten Mal ansetzt, kann man das nochmal machen. Ja? Das wäre dann zwar der dritte Versuch, aber es ist ja nicht schlimm. Manchmal ist es eben so, das dauert halt alles ein bisschen länger. Ne? So, 38, das heißt, wir stehen hier immer noch. Mit der ersten 5-Minuten-Kerze, hier oben ist ja der M5, da stehen wir immer noch rum, beziehungsweise das hier war die Abwärtsbewegung und die ist halt auch noch nicht wirklich korrigiert. Und da muss so ein bisschen mehr her. Wir zackern hier irgendwie an der 32.600 rum. Und er müsste dringend mal zurück rauf auf die alte Range und dann wäre es auch okay. Was habe ich denn hier? Kein Long. Long wollte ich da nicht. Ich wollte da oben auflösen. Wobei man hier aufpassen muss, nicht, dass der erste jetzt einfach nur so ein Fail ist hier über diese Widerstände da oben und er dann wieder runterkommt. Deswegen will ich den jetzt mal kurz nicht per Stop machen, sondern mal warten. Warum habe ich denn hier eine Linie? Das irritiert mich gerade so ein bisschen. No, das meinte ich. So, da sollte man warten, dann eher halt den zweiten nehmen, falls es dann nochmal macht. Und dann halt gucken, ob der dann halt nach oben einmal durchzieht oder halt eben nicht. Ne? Wir haben jetzt hier einfach nur 5 Minuten. Die ist gleich fertig. Da kriegen wir jetzt gerade mal irgendwie so eine kleine grüne. Mehr halt auch noch nicht. Ne? Sieht noch ein bisschen traurig aus da. Bin mal gespannt, ob das Ding hier wirklich aufgeht. Oder ob man nicht leider doch wieder zum Abschluss von den 5 Minuten da unten durchknallen, wollte ich gerade sagen. Macht er aber nicht. Sondern zackern hier nur ein bisschen rum.
Also hier ist halt so irgendwie schon irgendwie nach unten Support da. Ob der dann ausreicht, steht aber ganz klar auf dem anderen Blatt, ne? So, und das heißt, da wir jetzt halt hier auch so ein bisschen im M5 so ein bisschen Support sehen, ja, wird man den wahrscheinlich ungern, ja, aber nach unten womöglich ein bisschen skalieren müssen. Falls wir hier nämlich im M5 Impuls handeln. Und kann es halt eben sein, dass halt einmal hier kurz die Lows abgeschossen werden, wir dann doch wieder zurücklaufen. Falls das so ist, ich würde mich hier oben drüber sofort wieder long positionieren. Und genauso gut kann es natürlich jetzt sein, dass wir jetzt halt die erwartete Bewegung dann halt jetzt sehen. Ich weiß es nicht, ne? Weil man sieht, es wird ja auf jeden Fall weniger jetzt gerade, ne? So, das meinte ich, ne? Hier unten im M5-Rhythmus sozusagen halt mal kurz die Lows da wieder. Und es kann sein, dass die kurz abgeschossen werden. Das wäre möglich. Ich würde aber trotzdem jetzt nicht unbedingt ein neues Low hier aushalten wollen, sondern dann halt lieber irgendwie nochmal versuchen, den Rücklauf irgendwo zu erwischen. Und der hier oben, der liegt da erstmal ganz okay auch. Ja, falls wir das jetzt halt bekommen. Und das hier hat man ja wenigstens mal ein paar Punkte rückwärts laufen hier. Und weil, wenn das Bild nämlich insgesamt aufgehen soll, dann hat er natürlich immer noch 20 Minuten Zeit, ne? Weil es muss ja letzten Endes, muss er dann halt irgendwie in der Stunde, muss es ja halt irgendwie ein vernünftiges Bild ergeben. Und das heißt, die Stundenkerze muss dann eigentlich wieder ganz oben landen. So, aber die Überlegung sieht man hier auch, ne? Wenn man sich mal den Stundenchart anguckt, das war halt nicht so doof, da oben einfach die Widerstandszone und dann erstmal runter. Das ist schon ganz okay. So, hier unten gab es jetzt erstmal nichts zu holen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt so ein bisschen da wenigstens mal raufkommen, so ein paar Meter. Und dann hätte man natürlich die Chance, den Trade auch zu verkleinern und das Risiko rauszunehmen, sobald man halt hier jetzt irgendwie mit einer zweiten Position dann halt nach oben durchkommt, ne? So, das wäre jetzt halt mal eben so der. Immer noch der Ansatz, ne? Beziehungsweise der eigentliche Ansatz. Deswegen liegt hier jetzt gerade die zweite. Ne? Also man sieht, ich habe die nicht unten hingelegt, weil ich finde meine Idee zwar gut, ja, aber ich brauche so ein bisschen mehr Bestätigung als halt hier nur dieses Gebremse, ja. Und das reicht halt einfach nicht. Es muss schon ein bisschen mehr da sein. Deswegen bin ich nicht bereit, das Risiko auf der Unterseite zu vergrößern, wohl aber halt eben die Position auszubauen, wenn sie denn mal anläuft, ne? Wenn sie es denn jemals macht. So, aber es kann schon sein, dass wir jetzt gerade vor allen Dingen zum Abschluss von den 15 Minuten, dass wir da jetzt halt einmal ein gutes Stück rückwärts kommen. Wenn er mich jetzt abgeholt hat und dann wieder runterzieht, dann war es halt leider Pech. Ja, aber ich habe ja vorhin den ersten nicht gemacht, weil ich ja gesagt habe, nicht den ersten, weil womöglich ist das nur das, wo drauf gewartet wird und dann zieht es wieder runter. Den habe ich nicht gemacht. Das war jetzt der zweite Versuch nach oben. Und in der Regel hat er so ein bisschen bessere Karten, aber auch das ist leider keine Garantie, ne? Ja, weil der Gedanke ist eben der, dass die 15-Minuten-Kerze, ja, also wenn wir halt hier so einen zeitlichen Impuls haben von irgendwie im 5-Minuten-Raster, wozu dann auch der M15er dann auch gehört, und dann müsste er halt eben ganz zum Schluss von der M15 in irgendeine Richtung deutlich ziehen. So. Und das wäre natürlich jetzt mies, wenn das jetzt wirklich nur hier oben einmal das Abholen war und ansonsten da halt nichts mehr kommt und wir nicht mal irgendwie ein paar Meter raufziehen. So, das heißt, man kann auch hier hingehen, kann auch erstmal eine rausnehmen, falls er jetzt tatsächlich nach unten drücken sollte und nicht in den letzten Sekunden nach oben. Das wäre jetzt dann echt so ein bisschen schade, aber ich kann es nicht ändern. Vor allen Dingen mies dann halt hier, ne? Genau, im Widerstand irgendwie zu scheitern. Da war natürlich der Short ganz am Anfang, der war dann schon drei Nummern besser. Aber trotzdem, ja, selbst wenn wir hier abgeschossen werden, ich gebe die Idee noch nicht auf, solange wir hier halt Gegenbewegung haben. Ich werde mich hier ausstoppen lassen, ja, weil ich nicht bereit bin, hier jetzt irgendwie permanent irgendwie Recht haben zu wollen und deswegen halt was zu riskieren. Ist für meine Begriffe der falsche Ansatz. So, aber mal gespannt, was jetzt kommt. So, M15 drückt weiter runter. Ne, sieht man auch, das macht keinen Sinn, ja.
Also, und deswegen halt lieber jetzt nochmal gucken, wenn er da halt irgendwie, wenn da nach unten nichts passieren sollte. Und dann kann man da auch nochmal dagegen halten, ne? So, bis jetzt war es dann halt leider insgesamt eine Nullnummer. Fragt er. Christoph, wie kann man so eine Bestätigung definieren? Ja, also ich meine, das hier war ja, die Tendenz war ja hier soweit okay, ne? Also deswegen habe ich den auch hier oben den zweiten gemacht. Man wäre ja schon irgendwie ein paar Mal da auch Plus rausgekommen, ne? Und nachdem hier dann keine neuen Tiefs waren, also sieht man ja hier, ne? Also hier der M1, da sieht man ja einfach, sind einfach, ne, immer höhere Tiefs und immer wieder oben angeklopft. Und da ist es halt schon plausibel, dass er einmal zumindest ein Stück weit nach oben läuft, ja? Und dann kann man den ja auch eng absichern. Und aber trotzdem hat es halt nicht gereicht, ja. So. Und aber auf der anderen Seite habe ich dann hier auch gesehen, trotz keiner neuen Tiefs und dass das da oben gehalten hat. Und wenn wir dann am Schluss dann halt eben runtergehen, dann wahrscheinlich nicht, um irgendwie da halt nochmal irgendwie abzuprallen und dann also auf den letzten Drücker nach oben durchzulaufen, sondern halt eher dann, um den Impuls fortzusetzen, der hier jetzt gerade läuft, ne? Und das ist dann natürlich dann halt irgendwo so das Wahrscheinlichere, ja. So, und ich habe ja, jetzt guck mal, wo wir hier als nächstes sind. Moment, mal ganz kurz, Sekunde bitte. Kurz was checken. Sind wir sogar leicht im Minus, wie ich das hier sehe. Also, ich gehe mal gerade hier zurück, ich habe es hier gerade mal aufgemacht. Ja, das sieht man halt, also irgendwie leicht im Minus. Der erste war, der Short war halt richtig gut, ja, aber leider die zwei Fehlversuche. Vor allen Dingen eigentlich jetzt wegen der Pyramidisierung, ne, sitzt halt so ein bisschen doof. Aber okay. Der Tag ist ja noch nicht vorbei und die ganze Geschichte auch noch nicht, ne? So, da hätte man tatsächlich einfach den Short drin lassen können. Aber gut, weiß man ja nicht, ne? Wenn man halt irgendeine Idee hat und dann spricht ja auch nichts dagegen, die zu verfolgen. Und das war das, was ich gesagt habe, ne? Einmal hier unter die Range, so, und dann hat er da ja gebremst, ne? Von daher war das ja richtig. Das heißt, die erste Bewegung hatte ich ja. Blöd wäre jetzt, richtig dumm wäre gewesen, wenn ich den Short nicht gehabt hätte, ja, und dann hier nur Long, und das ist natürlich dann dumm, ne? Also das heißt dumm, natürlich auch nicht, ja, das kann ja passieren. Und weil oft hat man es ja, dass er zum Beispiel unter so einer Range dann halt eben, wie ich es ja vorhin eingezeichnet habe, ne? Einmal so bis da, das sieht man jetzt hier nur leider nicht mehr. Wo kann ich das denn hier? Wo ich vorhin eingezeichnet habe, ne? Hier. Das heißt, das war ja auch ungefähr der Bereich, in dem wir vorhin halt irgendwie gezackert haben. So. Und wenn ich das ja dann sehe, kann ich das ja auch erstmal handeln. Und vor allen Dingen, wenn ich halt sehe, so, es ist so ein gewisser Support kommt eben, oder das heißt zumindest mal halt, es fehlt am Durchsatzvermögen von der Short-Abteilung darunter, dann kann ich das ja auch erstmal machen, ne? Nur wie gesagt, glücklicherweise war aber halt der Short ja mit dabei bis irgendwie hier so in die Mitte. Und von daher war das jetzt erstmal auch okay, jetzt nicht wirklich schlimm, ne? Also minimal. So, und es hätte ja aufgehen können. Aber so wie das hier gerade aussieht, wird die Stunde wahrscheinlich eher nicht mehr grün enden. Gut, man hat schon alles gesehen, ja. Also das heißt, du müsst dann jetzt hier irgendwie wieder, keine Ahnung, 300 Punkte nach oben laufen und 380, das ist ein bisschen viel, ne? Von daher vermute ich das eher mal nicht. Und was man jetzt hier sieht, also nur so der Bereich hier, diese Zone, da zackert jetzt irgendwie auch nochmal gerade dran rum. Da könnte man jetzt nochmal versuchen, irgendwie halt so eine Gegenbewegung hinzukriegen, beziehungsweise die nochmal halt eben einzufangen, weil so wirklich viel passiert ist hier nichts, tanzen hier auf einem Pivotpunkt rum und mehr war das jetzt halt an der Stelle noch gar nicht, ne? Also das heißt, so viel, das wäre jetzt auch einfach nur eine Fortsetzung hier unter der Range, die wir da eben gemacht haben, und da stehen wir auch im Zweifelsfall eben auch schnell wieder drin. So, trotzdem, nur weil hier ein Pivot ist, halte ich hier nicht dagegen, auf keinen Fall, ne? Also das ist eher oft dann tödlich. Und vor allen Dingen, es drückt ja auch gerade noch. Es hat irgendwie ja noch nicht fertig, die ganze Geschichte hier. Von daher mal abwarten, was da jetzt halt eben gleich, ob da noch was nach unten kommt.
Oder ob vielleicht jetzt irgendwie halt so ein Schlussimpuls kommt, sieht man ja oft daran, dass halt einfach nur so bam, bam, einmal kurz runter und dann war es das dann halt eben auch ganz oft. Ne? Aber das hier, nur wer so ein bisschen hier am Pivot rumdrückt, reicht alleine erstmal noch nicht. Ne? Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch hier gerade nochmal die 5 Minuten gerade erst abgeschlossen haben. Nachdem vorhin die zweite da runterging. Und da muss schon so ein bisschen mehr, muss da halt kommen. Jetzt fangen wir hier zumindest schon mal an, irgendwie halt die Außenstäbe im M1 zu attackieren. Das war vorher auch nicht der Fall. Da sind wir einfach nur im letzten Außenstab da rumgeturnt. Deswegen war ja auch hier oben auch der Long, ne? Weil er hätte den ja auch an der Stelle erlegen können oder zumindest mal versuchen. Aber es hat leider am Punkt genau da gescheitert. Und so ist es halt. Ne? Aber hier auch immer noch, ne? Wir immer noch einfach in der letzten Abwärtsbewegung vom M1. So, mehr haben wir hier ganz klar noch nicht. Das heißt, er kann hier einfach nochmal jetzt ein neues Tief machen. Aber hier unten Short muss man jetzt auch nicht unbedingt versuchen. Ne? Kann man machen, aber weiß nicht. Den mache ich mal weg. Der liegt nicht mehr an der richtigen Stelle jetzt. Aber hier sieht man jetzt halt, ne? Zumindest mal das passiert. Das heißt, wir haben hier. Was ist denn heute hier los? So, da, das Außenstäbchen. Ne? Damit man weiß, was ich meine. Und da versucht er irgendwie gerade drüber wegzukommen. Und immer noch M1, ja. Also wir sind hier immer noch im kleinsten Timeframe unterwegs. Und mal gucken. Wenn der eliminiert wird, heißt das immer noch nichts, ja. Dann würde ich auch eher nochmal abwarten, ob wir nicht nochmal runterlaufen und dann nochmal halt unten irgendwo was bekommen. Aber man sieht ja gerade, er hängt ja ziemlich genau jetzt erstmal dann dran rum. Ne? Trotzdem kann man hier mal zur Orientierung, können wir uns hier mal was einzeichnen, damit man zumindest mal weiß, worüber wir hier reden. Das ist natürlich schön hässlich. So, machen wir dunkel hier. So, sieht das schon besser aus. So, und hier oben sieht man auch, ne, im Orderbuch, da hängt einfach immer noch irgendwie eine fette Order. Zack. Und schon ist die Geschichte auch wieder nach unten beantwortet, ne? So. Aber so kann man sich zumindest jetzt erstmal helfen hier im Chart, um dann halt rauszufinden, wo sind wir denn jetzt fertig, ne? Auf der anderen Seite, wir haben zwar jetzt hier gerade eine schnelle Bewegung gesehen, ja, aber wenn die nicht weiterkommt, dann könnte das eben trotzdem auch der Abschluss gewesen sein. Und wenn da jetzt nichts mehr nachkommt und dass wir dann halt von hier gleich nach oben ziehen. Aber das Ding hier würde ich im Auge behalten, also die 524, weil das ist immer noch kein Garant. Also so ganz fertig sieht das noch nicht aus, ja. Sind 53 die Stunde. Also wir haben immer noch 7 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Ich bin halt immer ein großer Freund davon, halt mit dem Stundenimpuls dann auch zu gehen. Weil zum Ende der Stunde und zum Anfang der Stunde passiert halt meistens so ein bisschen was, ne? Aber trotzdem, ne? Das, auch wenn wir hier jetzt irgendwie uns sträuben, man sieht ja, kommt nicht mal irgendwie über die letzte Minute bis jetzt halt da raus, ne? Und selbst wenn, nochmal, ich würde eher abwarten sogar, bis er ein bisschen drüber gelaufen ist, weil die Stunde werden wir nicht mehr in Grün schließen. Das ist, halte ich in den 7 Minuten für ziemlich ausgeschlossen. Und von daher, ich so ohne weiter. Was schreibt er? Meistens wird das News Gap geschlossen im Forex. Ach so, ja. Ich bin ja, ich habe ja, ich mache hier kein Forex, also machen hier nur den DAO. Und hier sieht man jetzt auch immer noch, ne, irgendeiner ist da noch aktiv. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es unecht ist, weil vorhin hat man ja auch gesehen, hier oben dicke Order und plötzlich macht es plump nach unten. Und das sieht schon so ein bisschen aus, als würde hier einer Market runterdrücken und darüber halt eben eine Order legen, die halt einfach dreimal dick, 10-mal größer ist als alle anderen, ja. Jetzt ist sie erstmal weg. Bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwelche Folgen hat oder auch nicht. Ja, da kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, warum long? Warum willst du da dagegen halten? Ja, was heißt dagegen halten? Man guckt sich mal den Daily an. Ne? Deswegen habe ich auch immer ein paar Timeframes auf. Der Daily, ja,
stehen einfach hier so ganz schön weit unten in dieser Bewegung vom Dienstag, ja, die ja nun mal deutlich nach oben gelaufen ist, ja, entgegen auch meiner Erwartung vom Dienstag, aber die ist schon deutlich, hat die nach oben gedrückt. Und von daher, das kommt hier schon so alles für meine Begriffe ans Limit hier, ja. Also ich glaube nicht, dass wir so mal eben den Dienstag hier auch noch komplett eliminieren. Und dass die da halt irgendwie alle im Urlaub sind und irgendwie keine Lust mehr haben, irgendwas im Markt zu unternehmen, da glaube ich halt nicht dran. Das wäre schon ein bisschen ungewöhnlich. So, wir drücken da unten rum. Ich warte halt echt so ein bisschen auf den letzten Push nach unten, um mich dann halt da irgendwo dann auch dann dagegen zu stellen. Aber den hätte ich gerne. So, 437 wäre hart, ja. Das wäre schon eine ordentliche Nummer. Das wäre ein bisschen viel, also die ist hier unten markiert, weil das halt irgendwie so der Absprungpunkt war am Dienstag. Trotzdem kann man hier mal reingucken, wie das da aussieht. Also hier sieht man halt, ne? So, da ist er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkamen, aber konnte man schon sehen, einen kleinen Timeframe ist es da halt immer wieder recht deutlich dran halt irgendwie gelaufen. Und hier hätten wir jetzt tatsächlich, was ist das der? Ich vermute mal der EMA 200, das ist zwar nicht so mein Handelsding, aber der würde hier natürlich ganz gut liegen jetzt hier in diesem Klumpen, um dort halt eben dann auch nochmal nach oben zu reagieren, weil wir dann halt hier auch wirklich so in die Richtung von den Lows vom Dienstag kommen und why not. Und den DAX ungesehen würde ich jetzt fast mal tippen, dass der unter der Öffnung vom Dienstag jetzt irgendwie gerade rumkaspert. Ich gehe aber gleich nochmal rüber, weil das hatte ich am Dienstag schon gedacht, das bleibt doch so nicht stehen, das Squeeze-Ding da. Ne? War dann nur ein bisschen früh an mit Short. Aber ich werfe mal ganz kurz einen Blick drauf. Ja, das sind wir noch nicht. Da ist noch eine ganz schöne Ecke hin. Okay, aber also im DAX ganz kurz nur. Ich gehe gleich nochmal zurück. DAX ging es mir um. Wo sind wir? Ah, doch, sind wir noch. Ja, genau. Das meinte ich halt. Ah, nee, das war gestern, ne? Weil wir hatten doch am Dienstag da. Die 456, war das das? Oder ich kann jetzt hier aber auch falsch liegen. Nee, doch, die hier müsste das gewesen. Auch nicht. Ich muss danach nochmal genau gucken. Also, wir hatten irgendwo eine Eröffnung, wo ich gesagt habe, das bleibt da so nicht stehen. Also, die von gestern auf jeden Fall, das ist die hier. Ja. Das war relativ klar, dass wir da halt einfach einmal drunter laufen und die andere muss ich jetzt gleich nochmal, muss ich mal auf die Suche gehen. So, also, ne, jetzt habe ich natürlich genau das verpasst. So, wir haben jetzt hier endlich eine Gegenbewegung und da kann man jetzt auch vielleicht auch mal langsam versuchen, irgendwie nochmal dran anzusetzen. So, das war halt der letzte Außenstab hier. So, das heißt, hier würde ich jetzt auch nochmal reingehen, ja. Und dann halt mal gucken, ob es jetzt irgendwie besser wird. Und die kann man jetzt auch, glaube ich, nach unten skalieren, weil wir da halt ja doch ziemlich klar so langsam am Limit angekommen sind. Ich mache direkt auch mal eine zweite hier rein. Weil ich nicht glaube, dass da unten jetzt noch irgendwie so viel kommt, ja. Also kann mich natürlich auch hier nochmal täuschen, aber hier unten kann man dann auch, glaube ich, ein bisschen mutiger sein, was jetzt halt eben dann das Dagegenhalten angeht. So, hier den Außenstab werden wir gleich uns nochmal angucken, hier bei der 524 und mal sehen, ob wir dann jetzt damit dann darüber wegkommen oder nicht. Und ob wir den M5 hier nicht einmal komplett nach oben drehen und jetzt hier mit dem Abschluss von der Stunde dann hier bis da oben hin an die, ne, an hier an das letzte Low, so in die Ecke dann halt kommen. Also die 550 so halt in dem Bereich. Ne? Das heißt, hier oben irgendwo halte ich schon für machbar, dass wir das jetzt mal kurz kriegen hier in einer kleinen Übertreibung und wir dann versuchen dann nach oben wieder anzuschließen an die alte Range. Ja? Ne, aber hier, also der Grund war halt einfach, das hier war so der letzte Außenstab. Ne, der hier. Ich mache mal eine Linie hin, falls er da wieder runterkommt. Das hier. Ne, das war unter diesem hier, dann Ding hier eliminiert. Und von dort jetzt einmal auch wieder über den Pivot rübergezogen. Ne. Es heißt, es war immer noch keine Garantie, ja. Aber glaube ich noch nicht so falsch. Und wie gesagt, hier die Stunde geht jetzt dem Ende zu und vor allen Dingen, wir kommen hier ganz klar unten in die Nähe
vom Maximum, also was jetzt eben die Stunde angeht. Und hier jetzt zu skalieren, hätte ich jetzt auch nicht wirklich Schmerzen damit, ne? Also skalieren heißt, nach unten quasi dann halt auch zu verbilligen und die Position zu averagen. Weil, ne, ich habe es ja gerade gezeigt, ich zeige es aber gleich nochmal auch noch im größeren Bild. Wir kriegen hier jetzt aber nicht mehr das, was ich ursprünglich mir gedacht habe, als Szenario. Das wird so jetzt halt hier nicht mehr kommen. Ne? Das ist halt auch klar. Das heißt, die Idee ist höchstwahrscheinlich vom Tisch. Ich meine, möglich ist alles, ja, dass wir jetzt von hier auch nochmal 500 Punkte mit der Kasse gleich nach Norden laufen. Man hat ja irgendwie schon alles gesehen und why not? Ne? Weil es kann natürlich sein, wenn nachher der Markt aufmacht, dass dann eben der eine oder andere sagt, ja, guck mal, ist doch billig hier, lass doch mal nochmal irgendwie zuschlagen, ja. Oder dass es vielleicht auch dafür gemacht wurde. Man weiß es ja nicht, ja. Also es ist ja, wie ich vorhin gemeint habe, es kann ja schon sein, dass halt dann zum Beispiel dann auch jemand sagt, hier, komm, setz da mal einen hin, wenn die News kommen, dann kloppt man das Ding runter, weil da haben wir ein dünnes Volumen. Kostet uns nichts, ja, beziehungsweise vergleichsweise wenig und müssen dazu keine Aktien irgendwie abgeben und auch nicht irgendwie im normalen Kassahandel dann halt mit allzu viel Kohle dann dagegen halten, sondern können das erstmal in die Richtung schieben, wie wir es gerne haben wollen, ja. Und von daher, why not, ja, deswegen kann das schon sein, ja, dass das halt dann eben dafür dann auch gemacht wurde, wie auch immer. Und die Kasse nachher erstmal voll nach oben durch die Decke geht, ja. Also das würde ich schon so ein bisschen vermuten. Und vor allen Dingen, weil wir halt eben nochmal da am Dienstag dran sind. Also das heißt, an dem, was am Dienstag da gekauft wurde, relativ am Anfang, ne? Also das heißt, wo eben am Dienstag angefangen wurde, richtig zu kaufen. Da stehen wir jetzt auch gleich nochmal, ne? So, der läuft jetzt hier ins Minus, aber wie gesagt, ich finde es jetzt erstmal trotzdem halt okay, hier jetzt auch mal noch ein Stück weit dagegen zu halten und die Position auch das Risiko jetzt hier zu vergrößern, weil die Chance jetzt hier auch eben deutlich steigt, dass wir halt gleich ein bisschen mehr halt nach oben sehen werden, ja. So, wenn jetzt aber halt natürlich da unten die Lows tatsächlich, wenn die auch noch weggeballert werden, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber auch da glaube ich noch nicht so wirklich, dass das so in einem Aufwasch jetzt irgendwie passieren soll und dass der halt schon dann immer wieder auch ein Stück weit zurückkommt, weil wir halt eben jetzt auch hier schon so massiv nach unten gedrückt haben. Ne? Also, wie gesagt, einmal hier oben bis an die 550, die alte Range, halte ich jetzt auch für jetzt kein Hexenwerk. Ne? Dass wir da jetzt einmal mal kurz hier mal raufspringen und dann dort halt mal gucken, ob man da nicht auch noch mal ein Stück irgendwie höher kommt. Man sieht ja auch hier. Also das war halt das, was ich gerade gemeint habe. Das Level hier, falls er noch mal runterkommt, werden wir das gleich sehen und dann auch sehen, wie er damit umgeht. Und das sind wir jetzt gerade fast auf den Punkt irgendwie dran gelaufen. Kann natürlich immer noch mal hin und auch noch mal runter ist möglich, aber das ist jetzt für mich so ein bisschen gedanklich erstmal die Grenze. Trotzdem jetzt nicht unbedingt direkt der Stop, wo der hingehört, sondern gedanklich ist das sollte man dann im Auge behalten und dann vielleicht auch einfach mal das Risiko so ein bisschen rausnehmen, falls er da nochmal runtergeht, vielleicht eine Position nochmal weg und die dann halt eher dann halt tiefer nochmal reingeben oder wie auch immer. Ne? Das kann jetzt hier so ein bisschen dauern, aber ich will auch hier jetzt keine Weltreise nach oben. Ne? Ich will einfach nur mal sehen, ob das hier unten vorbei sein könnte und dann halt mal gucken, wie der Markt damit umgeht, wenn wir halt so ein bisschen höher laufen. So, und da ist halt hier die alte Range und halt auch diese 5 Minuten, diese letzte echte Abwärtsbewegung, die wäre dann halt jetzt mal interessant. Ne? Und dass wir hier so ein bisschen drüber, also 560, dass wir da mal kurz hinlaufen. Hier haben wir noch irgendwie so einen Kandidaten, der uns irgendwie hier die Tour vermasseln will. Aber mal gucken, ob der wirklich da bleiben will. Und ne, das ist halt hier wohl scheinbar irgendwie der einsame Vertreter der letzten massiven Abwärtsbewegung im M1. Das scheint wohl irgendwie sein Baby hier zu sein oder seine Richtung zu sein. Auf der anderen Seite natürlich dann auch umso interessanter, wenn die jetzt zum Beispiel nicht hält. Ja, das heißt, wenn hier zum Beispiel, wenn, ja, wenn jetzt hier irgendwie was Größeres reinkommt, irgendwie in Long-Richtung und die 64 Dinger da oben wegkauft oder wenn der sich dann aus dem Staub macht und dann klatschen wir halt eben dann auch oben relativ schnell durch. Deswegen kann man halt zum Beispiel, wenn man dann sowas macht, auch irgendwie mit einer Stop-Order oben drüber, kann man sich dann halt irgendwie auch mal angucken, muss man aber im Zweifelsfall dann halt eben
schnell sein. Ja, sieht so ein bisschen komisch aus hier im 5. Ja, es ist alles so noch nichts irgendwie, noch nichts, was irgendwas zu melden hat, sondern einfach nur so ein bisschen Gezappel hier auf der Stelle, weil der hier wohl irgendwie noch so, immer noch so die Hosen anhat, so wie es gerade aussieht. Aber mal gucken, ob da was passiert und wenn ja, wie viel. Ja, man kann auch dann jetzt zum Beispiel sagen, wenn er da oben hingeht, ich muss auch nicht direkt hier ausbauen. Das heißt, ich lege die lieber mal da oben drüber. Sonst ist das Ganze zu knapp und dann halt auch an schnell zu groß vom Risiko her. So, aber mal gucken, was da jetzt passiert, wenn da jetzt drüber geht. Also, die sind jetzt entweder weggezogen oder mal kurz absichern. Ja, nicht, dass die jetzt gedreht wurden und wir dann wieder runterkommen. Kann natürlich immer noch sein. Aber es sieht erstmal nicht so aus. Das heißt, ich lasse die mal hier, mal die letzte, diese Minuten Bewegung. Da sollten wir jetzt ja nicht unbedingt auch nochmal drunter kommen. Dann wird es so ein bisschen anstrengend. Und sobald er jetzt irgendwie da oben raus läuft, und dann würde ich den auch absichern und dann erstmal und dann auch lassen. Nur das hier finde ich jetzt so ein bisschen zu knapp. Ja, also da passiert ja irgendwie so nichts, ne? Also. Macht noch keinen Sinn. Ich lege den mal wieder hin, wo er war. Das ist mir noch so ein bisschen unentschlossen alles hier. Da passiert irgendwie so, oh, da fehlt doch wirklich mal so eine echte Kerze im M5 nach oben. Wir daddeln hier ja wirklich nur irgendwie in der Range von 10 Punkten hier unten rum. Es wird langsam so ein bisschen nervig. Aber kann natürlich eben sein, dass das nach unten immer noch nicht fertig hat. Man würde es halt mal ein bisschen deutlicher sehen, dass er fertig hat, wenn wir wirklich mal so eine richtige Gegenbewegung hätten. Und nicht dieses bisschen Gefuddel hier. Das ist echt so ein bisschen nervig jetzt langsam. Und vor allen Dingen hier Pivot, das ist halt auch immer so, boah, da wird irgendwas gehandelt, man weiß aber nie so genau was. Das ist immer so mein Eindruck. Läuft da immer irgendwie gerne hin, aber ist weder Support noch Widerstand, sondern einfach nur irgendwie da. Und wird gerne mit Positionen bestückt, warum auch immer. So, da war er. No. Sieht halt alles jetzt sehr weit aus, aber ich habe natürlich jetzt noch hier ultra weit hier reingezoomt. Aber wenn das jetzt halt hier zu nervig wird, dann machen wir hier auch irgendwie gleich, lasse ich das gleich, ne? Weil es bringt ja nichts hier jetzt irgendwie uns da angucken, hier die Punkte rauf und runter gefummelt, das braucht ja hier irgendwie auch keiner. Also dann das beschreibe ich lieber gleich nochmal halt irgendwie die Idee, wie das Ganze dann halt weitergeht. Also im Daily, wie gesagt, können wir tatsächlich auch, ne, bis heute Abend nochmal 500 Punkte rauflaufen. Das ist wäre überhaupt gar nicht das Problem. Nur jetzt nicht unbedingt in der nächsten Stunde. Also das halte ich dann doch für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. So, jetzt könnte man hier auch sagen, gut, dann nehme ich die 22 Points wieder mit, ne? Und um dann halt eben das von vorhin nochmal so auszugleichen und dann ist gut. Könnte man auch machen, aber ich habe jetzt zumindest so ein bisschen die Hoffnung, dass wir einmal da oben drüber schießen und dann halt hier wenigstens doch mal kurz bis dahin laufen. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier mal so ein paar Punkte. Ja, weil da unten, da ist ja irgendwie auch gerade nichts mehr. Ne? Also das heißt, auch hier, das, was wir vorhin gesehen haben an großen Orders, ist irgendwie auch nicht mehr da. Also das heißt, wahrscheinlich ist das jetzt hier das Programm so ein bisschen zu Ende und es ist dann halt solchen kleinen Händlern wie uns irgendwie gerade das Feld überlassen und die veräppeln sich jetzt hier gegenseitig. Sieht so ein bisschen aus, ne? Aber hier, ob jetzt da wirklich noch irgendwas Großes drin ist, das wage ich zu bezweifeln. Also wenn hier jemand irgendwie mit Footprint-Infos dienen kann, dann würde ich da gerne echt mal hören, wie sich das Ganze hier darstellt, was hier unten passiert. Also ich meine, man sieht es ja zumindest im Volumen in der Glocke, kann ich das, da sieht man es ja. Ne, das heißt, wir haben hier oben, da oben haben wir angefangen. Ne? Da war der Point of Control. Das heißt, hier hatten wir auch dann das größte Volumen. Das ist ziemlich genau dort, wo die Short Order gelegen hat. So, und hier, da haben wir halt, ne, so ein bisschen ausgebildet. Hier nimmt es jetzt schon nochmal deutlich zu. Ne? Das heißt, wir haben hier schon noch irgendwie
ein paar Player am Start, die so ein bisschen sich gegenseitig Köpfe einhauen und haben auch hier dann demnächst, so wie sich das darstellt, den Point of Control. Ne? Und das sieht man ja hier wieder, wohl er hat schon noch ein bisschen mehr Wumms bis hier rein. Aber hier oben die gelbe Linie und Point of Control heißt einfach nur der Punkt, wo das meiste Volumen gehandelt wurde. Wird dann auf der anderen Seite aber auch interessant, wenn es in die andere Richtung gehen sollte, irgendwann mal, ja. Und dann wird es dann natürlich auch Wumms dazu brauchen, um da durchzulaufen und umso weiter kommt er dann eben auch. Ne? So, von daher ist das jetzt erstmal nicht so falsch. Aber rein technisch stehen wir hier unten, deswegen bin ich da auch so relaxed. Stehen wir hier unten einfach in der Nähe vom Maximum dessen, was da für meine Begriffe eben drin ist. So, ich lasse den hier mal kurz in Ruhe. Das Gewackel hier ist jetzt erstmal, brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier oben liegt ein Trail, falls er irgendwie raufrennen sollte, irgendwie 50 Punkte, würde ich ihn da oben raustrailen. Falls wir hier runterlaufen, ja, würde ich den hier unten auch ausbauen. Das heißt, hier sind die 437, die fand ich halt so ein bisschen zu heftig, ja. Aber gut, es wäre jetzt auch nicht die Welt. Ja, aber man soll es eben nicht übertreiben. Das heißt, ich würde hier schon irgendwo da unten nochmal dagegen halten. Und eben aus dem Aspekt heraus, dass wir dort den Dienstaganfang haben. Und davon auszugehen ist, dass das einigen nicht so ganz egal ist, was da unten passiert. So, ich gehe jetzt mal nochmal zurück hier auf das andere Bild, damit man da auch nochmal so ein bisschen versteht. Also die Idee kann man natürlich vergessen. Ja, Ansatz war gut, aber der Markt wollte es nicht. Also weg damit. Ja, die Idee braucht man nicht mehr. So, nochmal. Also wir stehen hier unten einfach in diesem Cluster rum an der Stelle. So, und da wir hier über Stunden reden, ja, auch Stundenkerzen an der Stelle, braucht man da vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld. Ne? Das ist keine Frage. Das heißt, man muss jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie in 5 Minuten darauf läuft, nur weil wir das jetzt irgendwie gerade gut finden würden. So. Wäre schön, wenn er das macht, aber es kann auch genauso gut sein, dass die Kasse hier auch noch ein bisschen rumstänkert. Ne? Und ich glaube nicht, dass die Kasse, also mit Kasse meine ich eben 15:30 Uhr, die Eröffnung, dass die mal ebenso da drunter laufen und dann auch noch da unten irgendwo stehen bleiben und das hier aushebeln. Glaube ich nicht. Auch wenn man sich das mal anguckt, ich kann es hier nur leider nicht zeigen. Ich könnte es aber in dem anderen Bild zeigen. Ich versuche mal gerade was. Vom Trend, wie das Ganze aussieht. Moment, gehe mal zurück. Hier kann ich es auf jeden Fall mal zeigen. So, hier mal einfach mit dem Flux. So, damit man ein paar Trendlinien hat, wobei ich eigentlich hier eine Etage höher zeigen müsste. Aber ja, die bildet er jetzt hier nicht aus. Okay. Nicht so wirklich. So, das heißt, wir haben ja halt hier, ne, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergisst, ja, also von diesem Hoch, also von diesem Punkt da bis zu diesem Hoch, das hier, sagen wir mal, das Rauschen, ja, und dann wäre das halt hier einfach der Beginn dann eben auch von erstem Aufkommen Longtrend, weil dieser Peak wurde überwunden, dieser Peak wurde überwunden. Und wir haben halt nun mal neue Hochs gemacht und das hier vergessen wir mal. Und deswegen hier unten, wenn er das nicht ganz drehen will, ja, dann muss das hier eigentlich halten. Dann müsste es von hier auch noch mal zumindest bis da reingehen. Das heißt, wir können hier eigentlich stressfrei zumindest mal die Stunde hier, die wir vorher gehabt haben, ne, also auch locker eigentlich halt bis da oben hin auch noch mal gerade ziehen, ja. So, aber auch das muss jetzt nicht unbedingt mit dieser Stunde kommen, ja, das kann auch irgendwie noch später kommen, dass wir hier einfach so einmal kurz irgendwie ein bisschen hin und her gleich laufen zur Kassaeröffnung und dann halt vielleicht eine Stunde später dann halt versucht, das Ganze nach oben nochmal wegzudrücken. Und dann kann das auch immer noch komplett nach oben auflösen. Das ist möglich, ja. Das ist nicht vom Tisch, die ganze Geschichte. Das heißt, man sollte das jetzt nicht überbewerten, dass der Markt hier jetzt so runtergedrückt hat. Das heißt einfach gar nichts. Ich hatte mich hier schon drüber gewundert nee, Mittwoch war es, dass der überhaupt in so einer Bewegung da noch nach oben auflöst, hätte ich nie und nimmer gedacht, ja. Und aber er hat es halt einfach gemacht. Und wie gesagt, das sieht schon alles wegen den ganzen Dochten und Lunden, das sieht schon recht stabil aus, was da halt gebaut wurde. Und deswegen glaube ich halt auch nicht, dass das einfach so fällt. Trotzdem kann ich mich halt täuschen, keine Frage, ja.
aber halt nur, dass wenn man weiß, warum ich jetzt hier unten einfach so dagegen halte und bevor mir da einer unterstellt, du handelst gegen den Trend, das ist so nicht. Ne? Also hier oben war Impuls, Shorttrend gemacht, fertig, schön. So, und alles weitere. Let's see. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte doch hier hin, Moment. So. Also, dann haben wir hier nochmal den, also das sollte man im Auge behalten. Darunter gibt es dann für mich auch so, wird es dann halt irgendwann zum Rätsel, was das dann irgendwie werden soll. Ne? So, dann den DAX. So, da hatte ich ja vorhin gesagt, den gucke ich mir mal nochmal genauer mit euch zusammen an. Also, was mir im DAX einfach aufgefallen ist, ist folgende Geschichte. 13329, die meinen Blog lesen und auch irgendwie im Trading dabei sind, kennen das. Ne? Das ist halt ein Volumenpunkt, auf den ist halt in der Regel ganz schön viel Verlass. Ja? Und vor allen Dingen lässt sich damit halt abstecken, so die Reiseroute. Und ich habe ja zum Beispiel damals schon gesagt, irgendwie 329, danach kommen 12.410 und sonst gar nichts. Ja? Alles andere, das heißt, wird darüber nicht mehr darüber laufen und auch dazwischen ist alles egal. Wir brauchen 12.410. So. 12.410 kamen dann auch. Das klingt jetzt so ein bisschen vermessen, ja, aber das resultiert wirklich aus einer Geschichte, die einfach schon jahrelang existiert und mit der ich halt sehr, sehr große Verlässlichkeit generieren konnte in der Vergangenheit immer schon. Und wenn man sich jetzt mal einfach mal die Fibos legt zwischen 410 und 13.329 und da wird einem auffallen, dass wir ganz genau da oben stehen, wo ich tatsächlich, also hier am Ende von meiner roten Range, hier an einem Low und wo ich vorher auch schon irgendwie die 13.896 hatte. Also das finde ich halt so ein bisschen merkwürdig einfach, ja. Und vor allen Dingen, also nicht nur das, wenn man das mal hier sich mal anguckt, dann fällt auch auf, da kommt, lässt sich nicht, da fällt auch auf, dass die ganzen Punkte, hier habe ich sie mal gezeichnet, die ganzen Punkte dazwischen, da auch, das waren die ganzen Zwischenstationen. Hier 50, 38, alles super genau. Da drin hat sich das Ganze abgespielt und deswegen, why not? Ne? Also das sieht für mich irgendwie passend aus, die ganze Geschichte. Auch hier die 38,2 ist recht genau dieser Peak und auch das, wo er gestern versucht hat, irgendwie drüber wegzulaufen, passt auch. Und da wäre halt so das Maximum. Dann da oben über dem Gap eben die 13.896. Warum nicht? Ja, also das kann der jetzt einfach mal für meine Begriffe so machen, dass wir halt bis da oben hinlaufen. Muss nicht heute sein, ja, aber es wäre tatsächlich denkbar. Ne? Also, dass wir da jetzt auch nochmal hier irgendwo vielleicht auf der 550 da nachher nochmal irgendwie einen Dip draufsetzen, da nochmal Anschluss suchen und dann halt da rauflaufen. Vielleicht auch erst nächste Woche, kann auch sein, aber gut möglich, ja, dass diese Kerze, auch wenn die jetzt hier unten irgendwie hängt, dass wir nachher in Grün irgendwie da oben dann halt den Tag beenden. Ich halte es für absolut denkbar. Das wäre so mein DAX-Szenario. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo da die Eröffnung war, weil ich meinte nämlich da was gesehen zu haben. Eventuell verwechsel ich es aber auch gerade mit gestern. Ich zeichne die nur gerade mal dahin. Wo sind wir? 435. Und dann mal gucken, ob die hier im H1 auch sichtbar wird. Also 4, 3, 5. Mal kurz einzeichnen. Ups. 4, 3, 5, okay. Das war, ah, doch, das war dann noch da. Nee, das war doch nicht da, bin ich nicht. Nee, hier müsste das doch gewesen sein. Das war doch die Eröffnung da in dem Bereich. Nee, dann habe ich da was, glaube ich, irgendwie verwechselt. Also mit gestern da, weil da habe ich gedacht, so das ist doch, funktioniert doch im Leben nicht. Ne? Also, dass wir hier um 9 Uhr aufmachen, ohne irgendeine Lunte, ohne kleinste Gegenbewegung und dann da oben weiterlaufen, das kommt wieder zurück. Und da stehen wir jetzt gerade auch drunter. Und deswegen wäre das hier auch so ein bisschen der Punkt, wo es jetzt als erstes mal wieder hinlaufen könnte, nämlich hier auf die 620. So, ich mache jetzt aber mal kurz Folgendes, weil ich hier nicht in die Eröffnung reinhandeln will, mit euch zumindest nicht. Also nicht, dass ich es mit euch nicht gerne machen würde, aber vom Webinar her wird es zeitlich einfach nicht hinhauen. Ne? Deswegen würde ich den jetzt hier gleich mal erstmal zumachen. Vielleicht hier noch so ein paar Punkte rauf, aber wenn der jetzt halt nicht gelingt, also dann wird der dicht gemacht und dann ist gut. Ne? Weil man sieht ja, da kommt ja irgendwie die ganze Zeit irgendwie so nicht genug. Ne?
nach oben. Deswegen schreit er schon so ein bisschen danach, hier nochmal irgendwie ein kleines Tief dran zu setzen, wenn der jetzt nicht endlich da oben durchgeht. Und von daher macht man den dann vielleicht besser irgendwie dicht, ne? Also, das heißt, hier die 550, das liegt auf der Hand, dass wir die gleich nochmal sehen. Ob wir die dann aber ohne neues Tief sehen, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, ne? So, also ich beende den jetzt mal gedanklich, ja? So, auch wenn ich den jetzt hier nicht auf den Knopf gedrückt habe, weil ich mich wieder hier zu lange geredet habe, den jetzt einfach hier auch zumachen können. Aber ich lass den mal drin. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, wir schnappen uns das Ding nach oben und dann hat sich das. Und von daher, ich hätte es natürlich schon gerne gehabt, wenn wir hier das Webinar jetzt dann auch in einem deutlichen Plus dicht machen. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass die erste Minute oder die ersten 5 Minuten so weit runterklatschen. Deswegen bin ich da ja halt auch mit dem Short da nach weniger als einer Minute dann ja auch wieder raus. Aber da muss man ja auch erstmal drauf kommen, ne? Also, dass das so heftig ist. Ich habe aber auch ein bisschen spät rüber geschaltet. Sonst hätte ich mir nämlich genauer eingezeichnet, auch im M1, wo denn da die Grenze ist. Und dann hätte ich auch gemütlich den Stop erstmal ziehen können, statt irgendwie direkt aufzulösen. Das war natürlich so ein bisschen mein Fehler. So, wir gucken mal hier die Fragen. Glaubst du nicht, dass nach den Earnings wieder runtergehen kann? Ja, ne? Also, es ist alles möglich. Also, das Ding ist immer nur, ich sage ja, es hat doch keiner irgendwie ob es jetzt irgendwie ein großer Fondshändler ist oder ein Fondsmanager ist oder was auch immer oder ein anderer institutioneller Händler. Es hat doch jeder seine Gründe, ne? Und manche müssen auch ganz einfach zum Beispiel dieses oder jenes kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Oder was weiß ich, wegen Übernahme oder Stimmrechten oder weiß der Kuckuck. Es gibt tausend Gründe. Und das ist dann immer genauso der Punkt, wo man sich dann fragt, hä, wieso steigt denn das? Ist doch alles schlecht. Ja, vielleicht war das aber dann gerade die Gelegenheit für jemand anders irgendwie, da halt günstig in den Markt halt reinzugehen, das günstig zu erwerben, weil er halt eben was anderes weiß als das, was wir wissen oder was anderes zu wissen glaubt. Ne? Das ist halt immer so das Problem. Deswegen bin ich einfach kein Fan davon, irgendwie mir da immer so viele Gedanken zu machen, was passiert da und dadurch und dadurch. Letzten Endes guckt man halt aufs Bild und dann sieht man ja halt, wenn man so die Spuren halt einfach lesen kann, ja. Und dann sieht man ja halt auch schon mit ein bisschen Übung, was da halt passiert. Und vor allen Dingen, wir machen ja hier auch kein Swing Trading irgendwie über Wochen, Tage, Monate oder sonst was, ja, sondern es geht ja immer nur um Day Trading. Das heißt, da die kurzfristigen Tendenzen, und die versuche ich ja halt irgendwo hauptsächlich einzufangen. Manchmal gibt es natürlich auch Szenarien, wo dann halt sich was draus ergibt, was dann halt eben auch mal ein paar Tage oder auch mal irgendwie 4 Wochen halten kann. Habe ich auch schon Webinare dazu gemacht. Und apropos, werde ich gleich nochmal irgendwie auch gucken hier auf den Weekly. Natürlich, klar, aber auch da sieht man es eigentlich dann auch wieder im Bild, ne? Also, das ist ja dann aber auch zeitlich abgesteckt. Und wenn auch zum Beispiel, die Frage ist auch immer, wenn zum Beispiel halt irgendwelche Zahlen rauskommen, wie jetzt zum Beispiel die NFPs, ja, oder halt auch, gut, bei Zinsen ist es nochmal was anderes, aber lassen wir nur mal die NFPs, wie lange halten die denn? Maximal 4 Wochen, maximal. Und dann kommen neue Zahlen raus. Und in den 4 Wochen kann einfach verdammt viel passieren. Und deswegen finde ich das immer ganz, ganz schwierig, halt nach solchen Informationen dann halt irgendwo so irgendwie nur nach den Informationen irgendwie eine größere Entscheidung zu treffen. Dann doch lieber irgendwie die Information dann halt so im Hinterkopf, okay, das kommt dazu. Und wenn aber dann halt das Bild dazu passt, und das Bild ist nichts anderes als die Spuren derer, die einfach deutlich mehr finanzielle Power haben als wir oder beziehungsweise die überhaupt die Power haben, den Markt zu handeln. Und wenn die Spuren derer dann auch noch das unterschreiben, ja, den gedanklichen Ansatz, dann ist das eine gute Geschichte, das so zu machen. Ne? Aber wann, wo, was interpretiert wird, das weiß ja halt keiner. Aber es muss dann schon irgendwie zusammengehen, die ganze Nummer. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Den Weekly habe ich ja gerade gesagt, gucken wir uns noch an. Also, wie gesagt, mach das hier am besten mal gedanklich irgendwie zu. Ich lasse den für mich jetzt drin und will den nachher durch die Eröffnung bringen. Aber außer er geht jetzt da oben hin, dann machen wir nicht nur gedanklich zu, aber jetzt erstmal halt für das Live-Trading. So, ich gehe mal nochmal hier rüber. Also, was man hier vor allen Dingen sieht, Dow Weekly.
Das ist natürlich jetzt ziemlich groß, ziemlich hoch gegriffen, aber was sehen wir denn da? Das habe ich letzten Freitag schon gesagt. Da geht es um den SMA 20 und Daily. Da laufen wir hin. So, und da sind wir hingelaufen letzten Freitag und wir sind auch drüber gelaufen und wir haben drüber geschlossen. Und was versucht der Markt, nachdem er hier oben die ganze Zeit, das sieht man ja auch, ne, immer wieder so reingelaufen, runter, runter. Und ich finde den SMA 20, das ist mega simpler. Mega simples Ding hier am Endeffekt einfach nur, ja. Aber man sieht ja, was der Markt damit macht. Da hinlaufen, läuft wieder hoch, da wieder abgeprallt, da abgeprallt. Ne? Hier gab es dann mal halt irgendwie so, weiß der Geier was, da auch wieder. Aber sobald der Markt eine klare Richtung hat, ja, ist das halt schon so ein bisschen die Grenze immer wieder. Das sieht man schon hier, ne? Im SMA. Guck ich das mal an. Ne? Das ist ja relativ deutlich, ne? Und hier oben, klar, da ist es deswegen undeutlich, weil es da halt eine Trendwende gegeben hat. Ganz einfach. So, aber sobald die dann halt aber auch da war, funktioniert das Ding auch wieder. Und jetzt laufen wir, nachdem wir hier oben diese Trendwende hatten, nachdem wir deutlich tiefer waren, sind wir da jetzt auch wieder hingelaufen. Und was versucht der Markt? Der Markt versucht drüber wegzukommen. Ja, ganz blöde, mal einfach, ganz prof nicht blöde, aber profan. Der Markt versucht sich darauf aufzustützen, drüber wegzukommen. Dass der jetzt hier schief hängt, muss man ignorieren. Und zwar aus einem einfachen Grund, nämlich wenn das hier ist eigentlich der SMA 20 im Day, SMA 20 im Weekly, nicht das schiefe Ding da. Weil wenn wir nämlich da oben schließen oder wenn wir da schließen, nur wo wir letzte Woche geschlossen haben, und dann steht der auch wieder hier auf der 712. Ne? Und nicht irgendwie, der hängt nicht hier unten irgendwie rum, sondern steht das Ding schön gerade und deswegen kann es sehr, sehr gut sein, dass wir dann halt auch da oben, dass der Markt einfach versucht, darüber zu schließen. Und das würde sich auch decken mit der Betrachtung, dass hier die Highs sind. Also bei 33, 470, 69. Ja, und klar, dass das hier ist dann natürlich die Widerstandszone. Aber Widerstandszone heißt ja nicht, dass der Markt da freiwillig dreht. Widerstandszone heißt ja nur, dass es dort eng wird. Beziehungsweise, dass dort eben der Trendbruch vorliegt und dass dort halt eben das Gezacker losgeht, ja. Nichts anderes ist, aber das ist halt klar, ja. Also, das ist im Weekly, dass das der Bereich ist, der für den Markt interessant ist. Und nicht irgendwas hier unten jetzt da, das ist Geschrabbel, ja. Sondern im Weekly ist ganz klar interessant, das da oben. Viel, viel mehr als das da unten. Und da wir es halt hier schon so deutlich darauf drücken, kann es einfach gut sein, dass wir auch nochmal deutlicher da reindrücken. So mal ganz simpel gesagt. Das heißt, in 4 Wochen passiert möglicherweise bis zum nächsten NFPs nicht viel. Das heißt, vielleicht stehen wir einfach nur irgendwo da oben drin, es ist nichts passiert und der Markt überlebt sich, ob er nicht doch nochmal umdrehen soll. Aber ich glaube nicht, dass wir in 4 Wochen irgendwie großartig tiefer oder großartig höher stehen, sondern ich würde eher tatsächlich tippen, dass wir uns da irgendwo drin bewegen und so wahnsinnig viel mehr dann erstmal gar nicht auch passiert. Das ist vom Bild her mal rein die Vermutung, rein aus dem Weekly betrachtet, die für meine Geschichte aber dann eben auch Sinn macht. DAX Long wurde gerade noch gefragt, jetzt DAX Long, ich weiß es nicht, ja. Er setzt hier auf diesen Peak auf, also für ein paar Punkte wird es wahrscheinlich reichen, ne, weil er dann eben vielleicht jetzt mit dem Dow dann einfach nur darauf läuft, auf meine 550, wo ich die ganze Zeit warte, dann geht er ein bisschen hoch, aber ich glaube eher, da kann man auch noch kurz warten, bis man da halt reingeht und dort dann halt irgendwie sich einen Long sucht, aber generell ist natürlich, sieht schon so ein bisschen tricky aus hier jetzt erstmal. Ne? Da würde ich auch eher auf den Daily gucken. Was macht der Daily? Und da ist halt hier so, ja, das ist schon so die Anschlussstelle. Ich nenne es mal Anschlussstelle hier 550 ungefähr in dem Bereich. Und wo der sich halt dann auch den Support da suchen kann und dann vielleicht und dann höchst. Also ich vermute mal, wahrscheinlich dann auch wieder nach oben geht. Ne? Und also zumindest mal halt, also Reaktionen werden wir halt schon sehen, ob es dann halt reicht, um irgendwie hier nochmal auf Null zu ziehen, also irgendwie auf den Anfang zu kommen. Das steht natürlich auch auf dem anderen Blatt. So, mal gucken, ob wir den jetzt hier schöner rauskriegen als eben, aber ich glaube es fast nicht. Ne? So ein paar Punkte hier oben stehen wir wieder drüber. Ja, wird wahrscheinlich jetzt irgendwie zur Kasse ein neues Tief machen und uns da unten nochmal abholen. Aber wie gesagt, die Eröffnung werde ich nicht handeln. Ich lasse den drin. Und aber vor allen Dingen, wenn er jetzt runtergeht, dann nicht. Außer wir laufen jetzt direkt darauf, dann okay. Ja. So, aber sonst halt
nicht. Ne? So, alright. So, gucken wir uns. Ich gehe nochmal hier zurück. Kasseeröffnung haben wir jetzt ja sowieso. Und mal gucken. Kann ja mal kurz. Aber ich vermute wirklich fast, wir stochen da unten noch ein bisschen rein, ne? Ein bisschen ärgern. Und dann ziehen wir dann halt dann nochmal da hoch. Und dann auch sehr, sehr wahrscheinlich bis da oben an die 650 zumindest, also an die Range von gestern. Das wäre schon so die Anlaufstelle, die wesentlich interessant, also die halt zumindest mal interessant ist, um zu gucken, ob die nochmal gekauft werden kann. So, wenn er da aber halt deutlich durch will, ne, deutliches hoch machen will, beziehungsweise den ganzen Markt umdrehen will, halt nochmal in die andere Richtung, dann muss er eigentlich hier auch nochmal tiefer ansetzen. Und nicht erst oben versuchen, das funktioniert nicht. Ne? Also jetzt hier für unseren kleinen verbleibenden, für meinen kleinen verbleibenden Live-Trade hätte ich jetzt natürlich schon gern, dass er einmal kurz raufrennt, aber ich habe ja schon gesagt, ich werde die Kasse eigentlich nicht handeln. Ich lasse den mal drin und würde den eher unten nochmal irgendwie aufskalieren, als jetzt hier irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen oder halt eben da vom Glauben abzufallen oder weil er so ein bisschen rumzackert. Ne? So, aber man sieht ja, es passiert ja selbst bei der Eröffnung. Gerade irgendwie nichts, außer ein bisschen Gewackel irgendwie in alle Richtungen, aber mehr halt auch nicht. Gucken, vielleicht macht das ja noch einmal kurz drauf gucken. Ansonsten machen wir das nämlich hier. Und dann jetzt zu. Ja. Hier sieht man ja, im 15 ist ja irgendwie nichts. Also da kommt auch noch nichts. Ne? Da, scheinbar fehlt da halt noch irgendwie so der richtig überzeugte Käufer auf der Unterseite. Und da muss einfach noch ein Stich her, wahrscheinlich unter dieses Low und dann funktioniert es dann wahrscheinlich auch. Ne? Aber wie gesagt, ich habe trotzdem nichts dagegen, wenn jetzt einmal kurz nach oben wegrennen und hier kurz einmal den Trail anwerfen und dann bin ich natürlich auch zufrieden. Aber mal gucken. Jetzt handle ich ja doch hier die Eröffnung. Meine Güte. Aber gut, wenn ich schon noch gerade da bin, dann. Vielleicht kriegen wir das Ding ja irgendwie jetzt dann auch zu Ende gebracht. Gucken wir es mal irgendwie 2, 3 Minuten an. Wenn nicht, dann nicht. Aber wie gesagt, ich gehe hier unten nicht, zeige meinen Finger drauf. Ist auch lustig. Ihr seht ja meinen Finger gar nicht. Ich wollte sagen, ich gehe hier unten nicht raus, sondern baue die Position aus. Das heißt, mein Finger war gerade lustig. Ich muss gerade über mich selbst lachen. Als würdet ihr halt hier daneben stehen und so, hier guckst du dem Finger nach. Also, mal gespannt. Also, jetzt hier einmal drüber, mal gucken, wie weit wir kommen. Also, drückt ja so ein bisschen nach oben. 559 wäre hier oben. Ich drück, zieh den mal ein bisschen höher, den Kollegen Trail. 559. So, Trail Distance, ja gut, ein Punkt ist ein bisschen wenig. So, 5 Punkte Trail mal drangehangen, mal gucken, was er von der Idee hält. Wir sind jetzt hier einfach genau an diesem Peak jetzt erstmal dran. Aber wir haben ja zumindest mal so ein bisschen Gegenbewegung, ne? Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. So, das heißt, blöd ist das ja halt alles nicht, ne? So, hier sieht man jetzt halt auch so das letzte Low, die 550, da wollte ich ja eigentlich nur hin. Das ist jetzt einfach nur der letzte Außenstab im M5. Das wäre dann so das Maximum, ja. So, und was ich gerne mal zumindest mal irgendwie testen würde, um dann halt irgendwie zu sehen, klappt oder klappt halt nicht, ne? So, und er kann natürlich auch immer noch mal komplett in sich zusammenfallen, ist auch möglich. Aber gucken wir doch erstmal, ob er das wirklich will. Einmal hier dran, komm schon, die 2 Punkte, an denen wird es jetzt hier wohl hoffentlich nicht scheitern. Ja, da ist der Trail, ne? So, das ist die Grenze, da wollte ich hin, das haben wir gemacht. So, das ist doch fein. So, und gucken wir jetzt mal da rein. Sieht die ganze Sache doch schon wieder viel netter aus und damit ist das Webinar auch Gott sei Dank hier im Plus geschlossen. Ja? Also zwischendurch die Long-Versuche waren ein bisschen früh. Das hier war der Short. Sie war nur eine kleine andere Geschichte, glaube ich, eben, oder? Das war hier war der Short, 2 Long-Fehlversuche und das hier, das ist der halt eben aufgegangen und dann ist es alles wieder fein. So, das ist doch okay. Aber ich glaube, aber insgesamt war das nicht so doof, das Webinar, also auch wenn es sehr viel Theorie war,
Aber für die Orientierung, weil ich die nämlich wirklich nicht so ganz einfach finde, ne? Also da jetzt halt irgendwo sich da halt an der richtigen Stelle zu positionieren. Hier sieht man jetzt ja halt auch, ne? Da die 559. Das ist einfach nur der Außenstab jetzt hier, ne? Versucht drüber wegzukommen und kriegt erstmal eins auf Deckel, ja. So, jetzt kann es natürlich sein, dass wir komplett durch die Decke rennen. Das wäre dann halt erstmal so ein bisschen traurig, ja, aber mal abwarten, ja. Und ob wir nicht doch nochmal tiefer ansetzen und dann halt irgendwo da reinkommen. Ne? Also wie gesagt, das Ding kann komplett nach oben drehen. Im Daily ist das wirklich absolut denkbar. Da sollte man sich nicht wundern, wenn wir heute Abend dann wieder über 32,8 stehen oder sogar auf der 33 oder drüber. Gut. Alright, so, jetzt habe ich doch die Kasse ausgehalten, war ja dann halt an der Stelle auch kein Fehler, sondern eher dann halt gut, um die ganze Geschichte hier dann auch sauber zu beenden. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war heute ein bisschen länger als sonst, aber für meine Begriffe aber dann auch doch recht lohnenswert. Also zumindest, also wenn es auch jetzt von den Punkten nur okay war, ja, aber halt das, was der Markt daraus gemacht hat und vielleicht für den einen oder anderen dann auch nachvollziehbar, warum halt die eine oder andere Überlegung so ist, vielleicht hilft es ja dann auch dem einen oder anderen, der hier dabei war. Jetzt habe ich dreimal oder zweimal ein oder andere gesagt. So, ich bin jetzt aber auch fertig. Bedanke mich ganz herzlich für euch, bei euch dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Dafür wollte ich mich bedanken und freue mich aufs nächste Mal. Das nächste Live-Trading ist Dienstag, übernächsten Dienstag. Und wer gerne dabei sein möchte, freue ich mich natürlich. Ansonsten Helpdesk Webinar ist am kommenden Montag. So, jetzt Florian, jetzt hast du fast nichts mehr irgendwie zu sagen, aber trotzdem darfst du sehr gerne das letzte Wort haben. Ich hoffe, du bist nicht eingenickt zwischendurch, weil Nee, ich nee, hier nee, nee, komplett in wilde Monologe verfallen bin. Und ja, sag auch dir, danke für deine Geduld. Ich war heute echt lange, doppelt so nee. lange eigentlich wie geplant, aber okay. Kommt vor, Naja, sorry. alles easy, alles easy. Ja, die Frau ist aus dem Haus, weißt du? Es ist irgendwie keiner da, der dich aufhält. Okay, Bring es mal auf den Punkt. ja Naja. dann. Ja, gut. Ja, genau. Du hast ja schon Ja. alles quasi vorweggenommen, ne? Helpdesk nächsten Montag, danach der Dienstag sind wir wieder im Live-Trading. Am Montag sehr wahrscheinlich mit Nelson dann zusammen, ne? Und danach der Dienstag, dann bin ich dann auch wieder am Start. Gut, dann würde ich sagen, danke dir, Dirk. Hat ja gut funktioniert. Trotz Kasseeröffnung, dass du die noch mitgenommen hast, war ja gut am Ende noch. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, an alle Teilnehmer und an dich, Dirk, schönes Wochenende, gesund bleiben und wie immer auf die Positionen aufpassen. Bis dahin, ciao zusammen. Ciao, ciao.